Da sind wir wieder. Hackfresse und Hackfresse. Hallo, auf unserem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen. Ja, kann man so sagen. Wir sind angekommen in unserem auch vorgenommenen Tagesziel Joachimsthal. Wirklich, ja. Joachimsthal, wir haben es geschafft. Schön hier, schönes Kirchen, schöner Brunnen. Gleich gotisch angebaut. Einkaufen gewesen, Dönermann wie jeden Tag. Frühst Kaffee, mittags Pizza und abends Döner und Bier. einen schönen kleinen Naturcampingplatz gefunden, keinen ausgeschilderten. Nach den Turbulenzen. Das war eine große Herausforderung. Ja. Aber wir haben gefunden, einzigen Camper dort. Also nur Dauercamper sind dort. Eine Familie kam jetzt kam noch. Eine kleine Familie. Aber nicht zu vergleichen mit diesen Kunden von letzter Nacht. Turbulenzen. Die. Ja. Irgendwie in unser Zelt einbrechen wollten, aber das habt ihr schon mitgekriegt. Genau, duschen. Nach unserem Benzinschlauch wollten sie auch durchschneiden. Ja, sie wollten unseren Benzinschlauch gestern durchschneiden, das haben sie. Weil wir lagen ja so nah dran, dass wir das alles gehört haben. Also die haben sich ja so lange angehört. Ja, komm. Egal. Geduscht haben wir noch nicht, wie man sieht. Geschlafen haben wir noch nicht, wie man sieht. Insofern duschen haben wir dann im. Es gibt keine Dusche auf dem Naturcampingplatz, deswegen geht es in den See. Wir hoffen, da hat niemand was dagegen, wenn man das Shampoo mit reinnimmt. No. Ansonsten, läuft wir hätten gut. Auch gern mal was anderes hochgeladen, nicht immer von uns, sondern auch mal von der Tour. Aber wir haben leider, unser Laptop hat leider einen Geist aufgegeben, also Baku. Alle, und wir können halt einfach nicht laden. Wir können hier nicht laden. Ein Handy ist morgen wahrscheinlich, wir haben hier Kfz-Stecker, aber ansonsten. Ja. Den haben wir heute übrigens neu gekauft. Ja, 10 Euro. Der andere war kaputt. Haben wir noch einen Kollegen, also einen Typ getroffen, der hat sich mit uns unterhalten. Über Mopeds. Der kannte sich auch ganz gut aus. Also Moped-technisch lief alles gut heute, keine Probleme. Hänger. Gab's leichte Probleme damit. Das seht ihr live sozusagen von dem Zeitpunkt. Jetzt. So, kleines Missgeschick passiert gerade eben. Na? Man sieht. Vielleicht nicht auf dem Video, aber es ist so. Der Hänger ist hier hinten in dieser Kurve umgekippt. Hat sich hier dann, als er auf den Streifen gefahren ist, wieder von selbst aufgestellt. Und ja, es ist die Kappe zerschossen. Und auch das Rücklicht an sich hat einen weg. Also der Stift da innen drinne, mit dem die Kappe angeschraubt wird, ist raus. Insofern fahren wir jetzt zum Zeltplatz trotzdem, wie wir es vorhatten. Und oder halt zu unserem Zeltplatz, heißt dort, wo wir hinfahren wollen. Gucken, ob das der Zeltplatz sein wird oder woanders. Und dann gucken wir uns dort mal nach Gebrauchteilen um. Bis dann. Ja, jetzt sind wir wieder da. Da bin ich in abklingende Hauptstraße rein, zu schnell. Und da ist er wieder an dem Schutz hängen geblieben. Ja, es war wahrscheinlich, wahrscheinlich auch an der Gewichtsverteilung, weil. Alter. Links und. Alter, hast du den Typ gesehen? Welchen Typ? Der hat einen Zylinder auf und so. Ich tut die Hose. Komisches Städtchen. Wieder auf den Schutz, wahrscheinlich an der Gewichtsverteilung wegen. Wir haben. Bisschen zu viel links, also schwere links, das haben wir nicht beachtet, müssen wir morgen nochmal umschlichten. Ist viel schweres bei mir und rechts auch. Warte. Aber da ist nichts passiert, Rücklichtkappe nicht rausgefallen, obwohl der vielleicht 5 Meter geschliffen ist. Und da bin ich dann auf dem Grasstreifen drauf, da stand er wieder, ohne dass wir ihn aufgerichtet haben. Dann war die Rücklichtkappe kaputt. Im ersten Moment haben wir uns so gedacht. Müssen wir eigentlich noch machen. Jetzt haben wir ein Problem. Aber wir haben uns gedacht. Dann haben wir uns gedacht. Nee. Alles gut. Geht auch alles noch. Also. Probleme muss man anpacken. Wie Brüste. Boah. Ist ja gar nicht mal hier. Ja. Dann sollten wir jetzt wieder heimfahren, also der ist ein bisschen abseits der Campingplatz und wir wollen ja noch duschen sozusagen. Duschen, deswegen baden. Macht's dann recht gut, wir sehen uns morgen, wahrscheinlich in der Pause und auf jeden Fall an der Ostsee.
Ciao, ciao.